Ich war dann im Krankenhaus, als ich dann aus dem Krankenhaus wieder rausgekommen bin und die Polizei hat mir mein Fahrzeug gezeigt, war mir mit einem Schlag klar, das kann keiner überleben. Aber ich lebe. Und dann ist mir klar geworden, dass ja, mein Leben nicht einfach nur so vom sich hin plätschert, sondern dass es eine Aufgabe gibt. Und dann habe ich Gott das hingelegt und habe gesagt, naja, ich fange also jetzt eine Logistikunternehmen an. Ich komme aus der Logistikbranche und ich habe Gott dann versprochen, die Gewinne der Firma, sollte es welche geben, die setze ich alle zu 100% für Menschen in Not ein. Es gibt so viele tolle Projekte. Wenn das Projekt das Ziel ist, wird es scheitern. Das Ziel muss immer der Mensch sein. Klar, was macht Gain? Also, wir versuchen Menschen zu involvieren, wir sammeln Hilfsgüter. Wir sammeln Lebensmittel, also wir sammeln fast alles, weil fast überall auf der Welt wird alles gebraucht. Wir machen Hilfstransporte in verschiedene Länder, aber wir haben natürlich auch Projekte, ob das Waisenhäuser sind. Wir bohren Brunnen in Afrika, wir bauen Schulen, wir haben sogar Krankenstationen gebaut, also alles Mögliche. Aber auch da wiederhole ich, das sind Werkzeuge. Das ist alles Werkzeug, sondern es ist immer der Mensch muss im Fokus sein. Und dann gab es einfach Menschen, die gesagt haben, Mensch, das müssen wir mal aufschreiben, da müssen wir mal ein Buch schreiben. So ist dieses Buch entstanden. Und was wird man in dem Buch lesen? Solche Geschichten, wo Gott mir Menschen über den Weg geschickt hat, wo wir einfach auch ein bisschen helfen konnten, wo wir Hoffnung bringen konnten, wo Leben verändert werden konnten, aber auch, wo eben nicht alles funktioniert hat, wo auch mal Dinge daneben gegangen sind, weil das gehört zum Leben dazu. Also man wird in dem Buch einfach, ich hoffe, ziemlich authentisch lesen können, wie mein Leben so die letzte Zeit war.